Ja, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir natürlich mal wieder unterwegs in Modern Warfare 2. Und es soll heute um Tarnungen und ums Waffenleveln gehen, weil das ist wahrscheinlich eine Sache, die sehr, sehr viele von euch machen wollen. Ne? Tarnung erspielen für Warzone 2, die Waffen dann schon gelevelt haben, auch zu Warzone 2, um dann ja gute Aussätze draufpacken zu können. Viele von euch werden mit Sicherheit auch einfach so MW2 spielen wollen, aber ich glaube, so dieses Tarnungen, Grinden, Waffenleveln ist so der Main-Aspekt, zumindest für mich, wieso ich MW2 spiele. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was so euer erstes Feedback ist. Ich muss sagen, ist mir zu langsam irgendwie alles in allem. Movement wurde ja irgendwie komplett gelöscht in diesem Spiel. Und du wirst sehr, sehr krass dafür bestraft, wenn du aggressiv und offensiv spielst. Und sehr krass belohnt, wenn du sehr passiv spielst und jede Ecke abaimst und so. Und das ist nicht das, was ich geil finde, um ehrlich zu sein. Aber natürlich macht es irgendwo trotzdem Spaß, dann natürlich irgendwie ein Ziel zu haben. Und das Ziel ist für mich eben, diese Polyatomar-Tarnung zu erspielen. Ja, die, ich würde sagen, krasseste Tarnung im Spiel. Darauf gehe ich. Es wird auch eine Serie geben, Road to Polyatomic vielleicht. Oder Polyatomar. Mal gucken, auf Deutsch oder auf Englisch. Je nachdem. Die erste Episode kommt wahrscheinlich auch heute Abend schon online. Also lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Checkt gerne, ob ihr Abonnent seid oder nicht. Weil wenn ihr das nicht seid, dann kann es sein, dass ihr das verpasst. Und die erste Episode ist schon richtig, richtig geil. Und ja, ich freue mich sehr auf dieses Format. Lasst natürlich auch sehr, sehr gerne ein Like da, wenn euch dieses Video hilft. Denn ich möchte euch jetzt sagen, wie man Tarnungen erspielt und wie das vor allem schneller geht. Und vor allem, wie man Waffen schnell levelt, weil das ist ein sehr, sehr großer Teil des Tarnung-Erspielen-Prozesses. Und auch noch ein kleiner Reminder für euch. Bei Level Up gibt es immer noch die 40% Rabattaktion. Das Ganze gilt noch dieses Wochenende, also bis Montag, glaube ich, noch. Und mit dem Code STYLERS könnt ihr bei Level Up 40% sparen. Wer Bock drauf hat, sich da mal was zu holen. Beispielsweise gibt es da den krassen Adventskalender aktuell, der mit 40% Rabatt halt sehr geil schmeckt. Oder die neuen Eistees. Oder wenn ihr auch so irgendein Probepaket euch mal holen wollt oder so. Aktuell lohnt sich's krass. Code STYLERS für 40% Rabatt. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Game. Und ja, ich muss euch erstmal natürlich ein bisschen so erklären, wie das Tarnungssystem funktioniert. Habe ich im letzten Video schon gemacht. Der perfekte Einstieg in MW2, wo ich alles so ein bisschen erklärt habe, was man wissen muss. Guckt euch das unbedingt an, falls ihr eure Settings noch nicht eingestellt habt. Da habe ich auch so die besten Settings und sowas ein bisschen erklärt. Deshalb, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Pflichtvideo. Danach werdet ihr auf jeden Fall mehr Spaß haben in MW2. Aber ich würde sagen, wir gehen kurz ins Game rein. Wenn wir hier jetzt einen Tab weitergehen auf Waffen, dann haben wir hier auch direkt unser Waffenmenü, können hier reingehen und unsere Klassen bearbeiten. Ne? Ganz normal. Wie gesagt, habe ich alles in dem ersten Video auch schon erklärt. Und die nächste Waffe, die ich wahrscheinlich auf Gold spielen werde, ist die MCPR 300. Das ist die erste Sniper hier, die übrigens ziemlich stark ist. Ne? Also die macht doch echt Spaß. An der Stelle auch gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr euch damit auskennt, wieso hat Activision die Rechte für die Waffennamen, die originalen Waffennamen nicht, weil wir wissen, das ist eine MP7, wir wissen, das ist eine AUK, wir wissen, das ist eine MP5, wir wissen, das ist eine AK-74U wahrscheinlich. Die Waffen heißen aber ganz anders hier. L46, MX9, Lachmann MP finde ich ganz schrecklich. Und in MW 2019 war es ja so, dass sie da anscheinend die Lizenzen hatten. Wieso ist es jetzt in MW 2 nicht so? Weil in MW 2019 hießen die Waffen so, wie sie im Original heißen. Aber ja, ich kann es mir nicht erklären. Gerne an der Stelle in die Kommentare, wenn ihr euch damit besser auskennt. Jedenfalls, worüber wir sprechen wollten. Die Tarnungen, wie erspielt man die? Ich habe die MCPR 300 jetzt auf Level 27 schon. Das ging auch ziemlich flott eigentlich. Ich zeige euch gleich auch, wie ich das gemacht habe. Das ist so die Klasse übrigens, die ich gerade spiele. Ich glaube, man sieht alles, ne? Ja. Und hier können wir auf Ändern gehen und dann haben wir hier unsere Tarnungen. Natürlich auch Talismänner, Dekor, Sticker und sowas. Braucht aber kein Mensch. Und bei den Tarnungen ist es so, dass jede Waffe 4 besondere einzelne Tarnungen hat. Hier bei der MCPR 300 ist es einmal die Lehmtarnung, die Schneegrastarnung, die Neonsplittertarnung und die Blutigtarnung. Diese schalten sich mit den verschiedenen Leveln frei. Also ich glaube, Lehmtarnung könnt ihr ab, ich nehme jetzt so Beispielzahlen, ne, weil die hat 27 Waffenlevel, ich gehe jetzt mal davon aus, ab Level 5 oder so konnte man die Lehmtarnung erspielen, ab Level 10 die Schneegrastarnung, ab Level 15 die Neonsplittertarnung und ab Level 20 oder 25 oder so die Blutig-Tarnung, okay? Das heißt, man muss Waffen leveln, bis ihr eben die Aufgabe machen könnt. Dann seht ihr hier, was ihr machen müsst, um die Tarnung freizuschalten. Erreiche 50 Abschüsse mit der Sniper, das war natürlich sehr einfach, das passiert so nebenbei. Die nächste Aufgabe ist, erreiche 10 Mal innerhalb von 10 Sekunden 2 Abschüsse, also quasi ein Double Kill, aber ihr habt ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Das ging natürlich auch sehr easy und nebenbei 30 Abschüsse im Liegen ist so eine Sache. Für mich zumindest persönlich muss man schon ein bisschen mehr drauf achten. Einfach sich hinlegen und die letzte Tarnung war sehr bodenlos. Da wird es in dem MCPR Gold Video dann natürlich auch Gameplay zu geben. Erreiche 10 Abschüsse aus der Hüfte
mit der Sniper, mit der MCPR. Ganz, ganz bodenlos, weil logischerweise, ne, ihr schießt daneben aus der Hüfte, was natürlich oft passiert, und dann seid ihr sehr wahrscheinlich tot, weil es gibt jetzt Matchmaking, ihr spielt nur gegen gleich gute Spieler, alle sweaten, alle pre-aim, das war schon eine bodenlose Herausforderung. Und wenn ihr diese vier Herausforderungen hier freischaltet, dann bekommt ihr, wie gesagt, diese Tarnungen für die jeweilige Waffe, und ich kann jetzt auch diese Lehmtarnung auf jeder anderen Waffe spielen. Es ist nicht mehr so, dass jede Waffe die gleichen Tarnungen hat, die man nur für diese spezifische Waffe freischalten kann, sondern man kann eben, indem ihr mit einer Waffe eine Tarnung freischaltet, diese für alle anderen Waffen auch freischalten. Also die Lehmtarnung kann ich jetzt auch auf jeder anderen Waffe spielen, und so hat jede Waffe im Spiel eben vier Tarnungen, vier Challenges, die ihr machen müsst. Das heißt, ihr müsst die Waffe voll leveln und dann auf diese vier Tarnungen achten, auf die Aufgaben, die ihr machen müsst, und dann geht ihr hier bei Komplettierer auf die Goldtarnung, dann steht hier die letzte Aufgabe, die ihr erfüllen müsst, um die Goldtarnung zu erspielen. In diesem Fall erreiche 10x 3 Abschüsse, ohne zu sterben mit der Sniper. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, einfach weil ich noch ein bisschen andere Waffen leveln möchte, und dann gehe ich damit eben rein. Wenn ich das mit diesen vier Tarnungen bei allen Snipern gemacht habe, dann kriege ich für alle die Goldtarnung quasi. Und wenn ich für alle Sniper die Goldtarnung habe, bekomme ich die Platin-Tarnung. Und wenn ich für alle Waffen insgesamt die Platin-Tarnung habe, bekomme ich die Polyatomar-Tarnung. Und das ist die krasseste Tarnung im Spiel. Die ist insane. Darauf möchte ich gehen. Und wie man schnell diese Tarnung bekommt, merkt ihr wahrscheinlich schon, man muss vor allem die Waffen leveln. Klar, man muss hier natürlich auch drauf achten, wie man, was man machen muss, so, ne? Aber ich kann euch jetzt auch kein Detail geben, so wie erreicht man am schnellsten 10 Abschüsse aus der Hüfte. Dafür gibt es natürlich keinen besonderen Trick, außer halt wirklich irgendwie reinzugehen und die Klasse so zu bauen, dass die aus der Hüfte natürlich ein bisschen präziser ist. Dann ist es aber trotzdem einfach nur stupides Spielen, genauso wie natürlich 30 Abschüsse im Liegen. Da gibt es keinen besonderen Trick, sondern das muss man halt einfach machen, ne? Und der größte Teil und der langwierigste Teil dieser Aufgaben bzw. dieses Weges bis zur Goldtarnung ist eigentlich nur das Waffenleveln. Und das dauert schon eine gute Weile, vor allem wenn man eben diesen Trick, den ich euch jetzt verrate, noch nicht kennt. Es ist nämlich so, dass ihr sehr langsam Waffen levelt im Spiel, vor allem wenn ihr den ganz normalen schnelles Spielmodus spielt. Ihr habt generell, ne, durchs GBS Matchmaking immer ähnlich starke Gegner, vor allem wenn ihr ein starker Spieler seid und ihr eine schlechte Waffe spielen müsst, wird es sehr, sehr schwierig, ne? Weil ich kann euch sagen, in meinen Lobbys spielt jeder M4, schwitzt rein, snipen ist da eher schwierig, ne? Wird vielen von euch wahrscheinlich ähnlich gehen. Es gibt einen Modus, und der ist sehr, sehr interessant fürs Waffenleveln. Ich glaube, dass das nicht so gewollt ist, aber es gibt den Invasionsspielmodus, und das ist quasi Bodenkrieg, also große Map, 16 gegen 16, 32 gegen 32, wie auch immer. Aber nicht nur echte Spieler, sondern eben auch Bots. Das gibt es nur in Invasion. Und diese Bots geben euch fast identisch viel Waffen-XP wie eben echte Gegner. Natürlich sind Bots aber viel einfacher zu töten. Und vor allem ist es in Invasion so, dass sie teilweise in riesengroßen Gruppen spawnen. Und vor allem mit einer Sniper macht das übel viel Spaß, da dann reinzuhalten. Headshot, 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 Headshot. Die wehren sich ja auch nicht großartig. Das heißt, ihr könnt da richtig viele Kills machen. Richtig easy. Und ich habe es geschafft. Das werdet ihr in dem Sniper-Video, wo ich die Goldtarnung erspiele, auch sehen. 7 Waffenlevel von, ich weiß gar nicht, was, von 20 auf 27, glaube schon, ne? Ja, irgendwie sowas, in einer Runde zu machen. Und das ist schon sehr verrückt, ne? 7 Waffenlevel von 27 in einer Runde, das ist schon geisteskrank viel. Da habe ich auch richtig viele Kills gemacht, das lief richtig gut. Aber es liegt vor allem daran, dass man eben in diesem Invasionsspielmodus sehr viele Bots töten kann und diese eben sehr viel Waffen-XP geben. Deshalb würde ich euch empfehlen, nutzt die Zeit noch, wo das so ist. Ich kann mir vorstellen, dass das eventuell gepatcht wird, und levelt eure Waffen im Invasionsmodus. Ganz wichtig, vielleicht müsst ihr dann auch nicht direkt diese Challenges danach machen mit hier direkt alles auf Gold spielen, dann erst die nächste Waffe leveln, sondern wirklich vielleicht erstmal die ganzen Waffen leveln und dann auf die Challenges gehen, bevor das eben gepatcht wird. Das kann ich euch empfehlen, und hier natürlich eure EP-Token auch beachten, ne? Bei Waffen, die vielleicht scheiße sind, die ihr nicht gerne spielen wollt, nehmt hier Doppelwaffen-EP-Token. Das ist gerade hinter der Facecam, aber ihr wisst ja ungefähr, wie das aussehen wird. Und die nutzt ihr am besten dann für schwierige Waffen. Das ist eigentlich auch schon der Trick, ne? Ansonsten natürlich ein bisschen aggressiver spielen, nicht campen, weil sonst macht man wenig Kills, braucht länger für die Waffenlevel. Aber das ist eigentlich so der Trick. Invasion macht sehr viel Spaß. An der Stelle wahrscheinlich bin ich gerade auch wieder live auf Twitch. Gerne vorbeischauen, Link ist immer in der Videobeschreibung. Da gehen wir natürlich weiterhin auf die Polyatomar-Tarnung. Lasst wie gesagt ein Abo da, falls ihr diese Serie auch nicht verpassen wollt und eben zukünftig auch nicht mehr solche Videos verpassen wollt. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video oder wie gesagt im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.